Wisst ihr, Leute, ich sag's ja oft, es ist so wichtig, dass du auf dich selbst hörst. Ich sag's so oft, die meisten Leute kennen dich nicht so gut, wie du dich kennst. Und ich mach's jetzt extra sogar noch in einem fucking Video. Für alle die, die es immer noch nicht verstanden haben. Keiner kennt dich so gut, wie du dich selbst kennst. Vielleicht denken Leute, dass sie dich so gut kennen. Aber im Endeffekt, keiner kennt dich so gut, wie du dich selbst kennst. Nicht mal deine Freundin, deine beste Freundin, dein bester Freund, deine Partnerin, dein Partner, deine Eltern. Niemand kennt dich so gut, wie du dich kennst. Niemand. Auch wenn sie dir noch so oft sagen, ah, ich kenne dich, Bro, ich kenne dich doch, ich liebe dich doch, ich kenne dich doch, wir wohnen doch zusammen. Dadadadada. Niemand kennt dich so gut, wie du dich selbst kennst. Glaub es mir. Auch wenn Leute kommen wollen und dann sagen wollen, so, ja, ich weiß doch, das ist gut für dich. Ich kenne dich doch. Das könnte doch gut für dich sein. Und das könnte doch gut für dich sein. Und bla 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 bla. Du kannst es probieren. Du kannst es probieren. Aber ob es wirklich gut für dich ist, ist was anderes. Deswegen, sie haben keine Ahnung. Meistens haben diese anderen Menschen, diese außenstehenden Menschen, haben meistens einfach leider keine Ahnung. Die denken, die hätten Ahnung, haben sie aber leider nicht. Haben sie aber leider nicht. Die können auch so oft sagen, ja, Bro, ich kenne dich doch, ich weiß doch, was dir gefällt, ich weiß doch, was zu dir passt, da, 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 da. Meistens haben sie keine Ahnung. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Das heißt einfach, die meiste Zeit, egal was sie von sich geben, es ist nicht das, was gut für dich ist, was zu dir passt oder sonst irgendwas, wenn die dir irgendwelche Zukunftstipps geben wollen und sonst was und du weißt ganz genau, das ist nichts für mich, ja, du musst nicht auf jeden hören. Auch wenn die dann kommen, ja, vertrau mir, ich weiß, was gut für dich ist, weil manche, die sind so aufdringlich, die wollen unbedingt, dass du das machst, was die sagen. Die haben irgendwie so Kontrollwahn oder sonst irgendwas. Ja, vertrau mir, Bro, mach das, mach das, mach das, vertrau mir, ich weiß, was gut für dich ist. Keine Ahnung, für wen jetzt das Video ist, aber du musst auf dich selbst hören. Niemand kennt dich so gut, wie du dich kennst. Auch wenn die noch so oft kommen und sagen, ich weiß aber, dass das besser ist. Ich weiß aber, dass hier das besser ist. Ich weiß aber, dass das hier besser ist. Das ist alles Bullshit. Du weißt, was besser für dich selbst ist. Deswegen, denk für dich selbst. Die denken vielleicht, dass sie wissen, was besser für dich ist, aber die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung, nur du weißt, was für dich gut ist. Die anderen, die können nur irgendwelche Behauptungen stellen, irgendwelche Vermutungen stellen. Aber was wirklich tatsächlich besser für dich ist, das weißt nur du. Das musst du probieren. Dinge, die du dann probierst, ziehst das durch. Gefällt mir nicht, zieh ich durch oder lass ich sein. Nur du weißt es. Nur du weißt, was zu dir passt. Deswegen im Endeffekt. Du musst ja für dich selbst leben. Und wenn du dann Dinge durchziehst, nur weil der und der und der und der und der gesagt hat, dass das gut ist, aber eigentlich gefällt dir das nicht und es ist nicht gut für dich, aber du machst es nur, weil der und der und der und der und der das gesagt hat, kannst du keinem die Schuld geben. Du hast dich dann dafür entschieden, dem und dem und dem zuzuhören und das zu machen, was die und die und die und die und die wollen, ja, außer das, was du, oder anstatt das zu tun, was du tun willst, sagen wir es so. Deswegen, du kannst dann keinem die Schuld geben, kannst dann nicht da rausgehen und sagen, oh, aber der ist schuld und der hat mir dies gesagt und der hat mir das gesagt. Du hast dich dafür entschieden. Du kannst dir selbst die Schuld geben und kannst sagen, ich höre nie wieder auf andere Menschen. Das ist was anderes. Dann nimmst du das auf deine Kappe und lernst mal endlich aus deinem Fehler. Aber geh nicht raus und sag, oh, aber der ist schuld und die haben mir das gesagt und die haben mir dies gesagt. Du hättest es ja nicht machen müssen. Du hättest es ja nicht. Hättest du ja nicht durchziehen müssen, hättest du dich dafür nicht entscheiden müssen, sowas, so auf die Tour. Deswegen, du hast dich selbst dafür entschieden. Du wolltest selbst diese Sache tun, also geh deinen Weg. Ganz ehrlich, du hast dich selbst dafür entschieden, Pech gehabt. Ganz ehrlich, friss oder stirb. So ist das Leben. Entweder du gehst den richtigen Weg. Oder du gehst den falschen Weg. Aber du bist ihn gegangen. Du bist diesen Weg gegangen. Du kannst keinem anderen die Schuld geben. Und dann sagen, oh, aber mein Nachbar ist schuld, weil der hat mir gesagt, ich soll da lang gehen.
Wolltest du da lang gehen? Eigentlich? Nein, 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 eigentlich wollte ich nicht da lang gehen. Ja, warum bist du da lang gegangen? Ey, mein Nachbar, warum hörst du auf den? Du hast dich dafür entschieden, dem zuzuhören, dem zu vertrauen, dahin zu gehen, wo der gesagt hat, anstatt dahin zu gehen, wo deine innere Stimme dir sagt, deine Intuition dir sagt. Deswegen hört auf eure Intuition. Niemand kennt euch so gut, wie ihr euch kennt. Die kennen euch nicht so gut, wie ihr denkt. Auch wenn jemand kommt, ja, Bro, ich kenne dich doch, ich weiß, was gut für dich ist und bla bla bla. Sie denken, sie kennen dich, aber sie haben keine Ahnung. Die haben wirklich null Ahnung. Die denken, die kennen dich, aber die kennen dich nicht. Die haben nur so eine grobe Vorstellung von dir. Ah, ja, so, ich weiß, wer du bist. So. Das ist nur eine grobe Vorstellung. Wer du wirklich bist, das weißt nur du. Was wirklich in dir drin steckt. Was du wirklich alles tatsächlich drauf hast, das weißt nur du. Das ist alles in dir drin. Das schlummert alles in dir drin. Und nur du weißt, okay, ich habe eigentlich noch das drauf. Ich habe eigentlich noch dies drauf. Was weiß ich? Ich habe eigentlich noch diese Gabe und noch diese Fähigkeit hier. Und ich habe eigentlich noch diesen Traum hier und noch diesen Traum hier, wo ich mir erfüllen will und sonst was so. Nur du weißt, wohin du gehen willst. Deswegen, und jetzt geh endlich deinen scheiß Weg und lass dir von keinem etwas anderes sagen. Du bist nicht hergekommen, um es anderen Menschen gerecht zu machen. Du bist hierher gekommen, um es dir selbst gerecht zu machen. Also wenn Menschen dann kommen und verurteilen dich jetzt deswegen, oh, machst du immer noch dies, ich hab dir doch gesagt, mach das, ist doch viel besser. Wenn du weißt, wofür du das tust, was du tust, gib niemals auf. Gib niemals auf. Wenn du deine Motive verstehst, warum du jetzt das und das und das machst, dann mach das und das und das auch weiter. Und lass dich niemals von irgendeinem Motherfucker aufhalten, der jetzt kommt und sagt, oh, warum machst du dies, warum machst du das, warum machst du jetzt? Ich mach das, weil das gut für meine Zukunft ist. Punkt. Punkt. Ende aus. Keine Diskussion mehr. Du ziehst jetzt durch für deine Zukunft. Du ziehst jetzt durch für dein Leben. Für dein zukünftiges Ich. Deswegen, für deine beste Version deiner selbst. Ja, deswegen ziehst du durch, um die beste Version deiner selbst zu werden. Deswegen, Leute, hört auf niemanden. Vertraut niemanden. Auch wenn die dann sagen, ja, vertrau mir, ich kenne dich, ich weiß, was gut für dich ist. Probier das mal aus und das wird dir gefallen und bla bla. Wie oft habe ich Menschen vertraut und habe das gemacht, was die mir gesagt haben und sowas? Und wie oft bin ich dann gescheitert, weil es nicht das war, was ich tun wollte? Sehr oft habe ich auf Menschen gehört und sehr oft musste ich dann deswegen scheitern, weil ich gemerkt habe, das ist absolut nicht das, was ich tun will. Auch wenn die denken, die kennen mich, niemand kennt mich so gut, wie ich mich kenne. Und niemand kennt dich so gut, wie du dich kennst. Deswegen, Leute, für Coachings könnt ihr mir gerne eine Nachricht hinterlassen, wenn ihr ein Coaching braucht, auf jeden Fall. Ja, guckt einfach mal in die Video und in die Kanalbeschreibung. Dort ist alles verlinkt, wie und wo ihr mich kontaktieren könnt. Deswegen, hört auf keinen, hört auf euch selbst. Wenn eure Intuition euch sagt, so, ey, ich mache hier diese und diese Sache und diese Sache gefällt mir, diese Sache bringt mich voran, zieht das weiterhin durch und lasst euch von keinem was sagen, von niemandem. Zieht knallhart, eiskalt euer Ding durch. Und lasst euch von keinem was sagen. In diesem Sinne, wir sehen uns in den nächsten Videos. Wie gesagt, Coachings biete ich immer an. Ja, wer damit jetzt Probleme hat, keine Ahnung, du kannst noch nicht so gut auf dich selbst hören oder sonst was, oder du hörst deine Intuition nicht oder sonst irgendwas, können wir über alles reden und sowas. Und ich gebe dir die Tools, die du brauchst, um deine Intuition endlich auch zu hören und sowas. Deswegen. Menschen können dir Tipps geben, aber ob du sie annimmst oder annehmen solltest oder annehmen, ja, ob man die Tipps auch annehmen muss, ist was anderes. Menschen können dir immer Tipps geben. Tipps sind ja nicht schlimm, aber was du jetzt mit diesen Tipps machst, das ist was anderes. Das Falsche jetzt nur zu machen, nur weil dir jemand einen Tipp gegeben hat und weiß, dass das das Falsche ist, dass das was ist, was du niemals tun wolltest. Aber du machst es jetzt trotzdem. Das ist dein Fehler. Du kannst einen Tipp annehmen, kannst dir Gedanken drüber machen und dann sagen so, oh, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht. Das ist dir überlassen.
Aber du musst nicht direkt auf jemanden hören, nur weil jemand was sagt. Nur weil jemand sagt, ja, mach das jetzt mal. Ja, ich garantiere dir das viel besser. Obwohl du weißt, das, was ich gerade tue, ist besser. Und ich weiß es auch. Du musst nicht auf jeden hören. Ich weiß jetzt nicht, für wen die Message war. Ich hoffe, die Message hat jetzt einigen was gebracht, vielen etwas gebracht. Deswegen, ihr könnt ja gerne eure Kommentare schreiben, auch wenn ihr Fragen habt und sowas oder so Video-Requests habt und sowas, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn es passt, mache ich dazu ein Video, wenn es mir gefällt, das Thema. Wenn mir auch gerade auch was dazu einfällt, dann mache ich auch gerne das Video dazu. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Videoideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt mich gerne persönlich an. Auch wenn ihr irgendwelche Coachings braucht oder sonst irgendwas, ja, sonst irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Deswegen, Leute, dann würde ich einfach sagen,